So, Wasser und Futter ist auf jeden Fall aufgefüllt. Beziehungsweise in the Makening. In the making. In the Makening. Oh ja, das kleine Fischdings ist sogar schon fertig. Ja, Und also willst du? ich glaube wirklich, dass ich sterben werde, weil wegen der Vergiftung. Aber aus was? Warte mal, man Aber konnte wir doch können Bandagen machen. das Gegendiff können wir aber auch schon machen. Ach so, geht das Also mittlerweile? bei mir steht keine Levelbegrenzung mehr davor. Haben wir eine Pipi-Pflanze hier? Wahrscheinlich Das nicht, ne? wahrscheinlich nicht. Naja, wenn wir eine Bandage bauen, kann ich dich ja wieder aufheben, wenn du stirbst. Da brauchte man doch die Ja, Fasern, okay. oder? Du brauchst einmal Stoff und einmal Fasern, beziehungsweise ein Seil. Stoff war jetzt hier keins. Stoff konnte man aber auch irgendwie selber machen. Aber frag mich jetzt mal. Ehrlich, konnte man den selber machen? Ja. Ah, aber nur mit einem Webstuhl. Können wir hier schnell einen Webstuhl basteln? Ja, würde gehen. Obwohl vier Schnuren für einen Webstuhl. Also ich habe 18 faserige Blätter dabei. Na dann, Coco. Mach mal Webstuhl. Ich hab Holz. Okay, 4 Schnüre. Hier ist Holz. Platz im Inventar. Moment. Hast du denn hier alles mit dir Also ich. rumgeschleppt? Einiges, ja. Und dann bauen. Nee, wo ist das denn? Das ist jetzt so irgendwie. Na, bei dem Zelt ist das unten. Handwerk, Strukturen, Webstuhl. Ja, tatsächlich. Wir retten dich, seh mal, wir retten dich! So, wer webt jetzt hier? Was brauchst du dann dafür? nochmal vier von den Fasern. Wenn du Also das 4 Fasern stapelst. oder ja doch 4 Fasern dann, Fasern. ne? Wenn du das stapelst, dann müsste man den Webstuhl nämlich einfach so benutzen können. Ohne das im Inventar zu haben. Zumindest war das bei dem Sägeblock so. Jetzt hier aber erstmal nur 2 Fasern. Ich Eins darf hab das ich. trotzdem immer daneben. Warte, dann haben wir noch. Wir retten dich, wir retten dich! Da wäre es irgendwie sinnvoll, wenn ich schon einfach mal umkippe oder so. Nein, wir machen das. Nein, weil sonst geht ja die Vergiftung nicht weg. Ach so, ja. Ach ja, klar. Genau, du kippst um und ich heb dich wieder auf. Die Frage ist halt nur, wie man das jetzt irgendwie beschleunigen könnte, weil wenn ich ins Wasser gehe und sterbe. Das ist halt Kacke, da glaube ich, kannst du mich nicht mehr so einfach hochholen. Kannst du bitte hier oben umfallen? Danke. Hallo, wir wissen Bitte doch suchen noch, Sie was sich einen beim. besseren Ort zum Sterben aus. Ja, Danke. wir wissen doch noch, was beim letzten Mal passiert ist. Als ich dich irgendwo im Wasser wiederbeleben wollte. Wer war denn denn Hai Happen Hu Ha Ha? Wer war denn das? Du scheinst aber sehr köstlich gewesen zu sein. Natürlich. Ich hab Stoff. Also, Stoff, Stoff. Wo
Wo war jetzt die Bandage? Ach hier. Okay, jetzt brauchst du noch ein Seil, dann kann ich die Bandage herstellen. Oh ja, das kann ich dir herstellen, bitte. Du hast übrigens wieder deine Arme. Ich okay. weiß, ich hab's vergessen. Schön. Aber wie sterbe ich jetzt am schnellsten? Geh mit Seema, haben sie gesagt. Ne? Was soll schon passieren? Hm. Okay, ich versuche mal relativ nah. Ich hänge jetzt an der Küste im Wasser und versuche, dass mir die Luft ausgeht. Warte, aber es ist direkt am Rand, also. Ach, da kann auch kein Hai kommen. Seh mal, nein! 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 Es gibt einen Ausweg, glaub mir! Seh mal! Nee, ist zu spät, kein Bock mehr, Wetter. Nein! Du bist doch noch so jung! Piep! Oh nein! Oh. Was soll ich schon ohne dich tun? Ach ja, überleben! Wow! Also mir ging jetzt die Luft aus und es passiert nichts. Lul! Ah, mir wird gerade schwarz vor Augen. Oh, oh ja! Oh ja, du, ah, wunderschön! Ah, oh, das... Hm? Ja. Ja, Kaius. Sehr schön. Du röschest noch so ein bisschen. Also du darfst mich gerne wieder aufheben. Aber du röschest noch. Ich röchel noch. Du hast noch geröchelt. Oh, so. Ich hebe wieder. Ja, sieh mal, Mensch. Ja, perfekt. Wie geht's deinem Arm? Keine Vergiftung mehr. Der sieht aber immer noch sehr ekelhaft aus. Das stimmt, aber die Vergiftung ist immerhin weg. Ja, ich fange dir noch ein paar Fischis. Wie sieht's denn mit deinem Status aus? Ich hab mich gekümmert, während du... Wenn ich abgenippelt bin? Während du, ja. Okay. mit Sterben beschäftigt warst. Ja, ist mir irgendwie gut zum Regenerieren. Mal gucken, ich kann mir auch mal so ein Fischgedöns machen. Ja, ich kann dir die hinwerfen und du kümmerst dich ums Grillen und Ausnehmen und so. Bist du? Wo bist du? Beim Feuer. Okay, die eine hängt ein bisschen in der Luft. Ah, so Chat und Chat von Seema. Ich hab sie gerettet, ja? Ich hab die Seema für euch nochmal zurückgeholt. Wäre so das letzte Stream gewesen. Genau. Die hätten mich auch bestimmt ganz doll vermisst. Naja, die wären dann halt zu mir gekommen, ne? Ja, richtig. Da wären sie aber auch gut aufgehoben gewesen. Hier, eine... Warte mal. Sie ist kommen. Sie übergeht Fisch und zack, wieder vergiftet. Ich bleib einfach beim Feuer stehen. Weiß nicht warum, aber die Sardinen, die hängen ja so in der Luft. Meine Güte. Echt? Es sah gerade so aus, als hättest du mir das Auge rausnehmen wollen oder so. Ja, aber nur aus Versehen. Ich glaube, Fleisch haben wir erstmal genug. Ich habe jetzt noch 3 Stück. Ich habe auch noch 2 Braten gerade. Wir haben ja Claudi noch. Tschüss, Seema. Tschüss, Nee, nee, ich hab's ja zurückgeholt. Ich will euch nicht. Bleib dort. Alle so schon vor der Tür, so. No, umdrehen. Mit gesenktem Kopf zurück zu Seema stapfen. Erstmal wieder die ganzen Fanplakate einstecken und den Claudi stehen. Oh, da
Ist meine Axt weggeworfen? Diese Axt, ne? Bis das die so piept schon wieder, ne? Das kann sein. Warte, 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 der war noch nicht fertig. Noch der Stand gekocht. Okay, jetzt ja. Jetzt hat's aber erst gebingt. Ja, das ist der untere. Okay, 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 okay. Ja, und warum kotzt du denn jetzt? Du musst wirklich aufpassen, wenn du den isst und noch rohen Fisch im Inventar hast, dass du nicht aus... Ich hab's grad gemerkt, ja. Mann, Leute. Also dieses Spiel sollten wir umbenennen in Wie hält man Sema am Leben? Also bitte, du warst die Erste, die letztens einfach auf die Insel geschissen hat, ja? Du bist aber wie so ein Tamagotchi, weißt du? Ständig ist man irgendwie versucht, dass du nicht abnippelst. Manu, ich fand den Vergleich jetzt sehr gut. Wie so ein Tamagotchi. Das ist so gut. Naja. Jeder kennt's, jeder weiß, dass ich recht hab. Knalli schreibt auch gerade 100 Ways to Die with Sema. Schön. Du hattest nie einen Tamagotchi. Der Vergleich passt. Oh Mann. Nö. Ist ja gut. Leute, schnell unbeliebt hat den Ausgang gefunden. Nee, 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 das denkt er nur. Dafür muss ich Claudi mal ein Essen ausgeben. Oh, ich hab Pipi in den Augen. Hä, nicht mal so ein billig Tamagotchi? Oh nein, das hab ich schon ganz schön dabei eingepackt. Na gut, why not? Ah, sieh mal, du piepst. Wieso piepse ich denn schon wieder? Ja. Okay, mein Essen ist aber jetzt fast voll. Und ich regeneriere jetzt auch endlich wieder Leben. Und trinken? Trinken ist auch fast voll. Ah, nee, ist voll. Ah, nein! Ah, ich trottel. Ich wollte eigentlich auffüllen. Ich wollte gerade sagen, war ich das jetzt gerade, oder? Natürlich! Alles, wer denn alles sonst? Immer auf mich. Das ist okay. Hä? Das würde mir doch nie passieren. Ich bitte dich. Ach, Fitness-Level-Aufstieg. Mit einem Hardcore-Spiel. Wie hält man Sema am Leben? Ach, das ist so fies. Ne? Ja, weil es wahr ist. Hat sich denn nicht irgendwo mal so ein Holzstapel hingelegt oder ist der schon wieder weg? Ein Holzstab? Stapel. Ach so, weiß ich nicht. Hier ist nur eine Pipi-Pflanze. Wieso ist hier eine Pipi-Pflanze? Wenn du mal wieder in so einen Seeigel trittst. Bin ich jetzt echt umsonst gestorben, weil wir die Pipi-Pflanze hatten? Hoppala. Aber Kokosnüsse hatten wir hier keine mehr, hast du gesagt, gell? Ich habe vorhin keine gesehen, aber es war eh schon dunkel. Die gibt mir bestimmt rohen Fisch. Damit wir halt schon mal vorbereitet sind, falls wieder jemand vergiftet wird. Sieh mal. Es ist so gemein. Mobbing kann es. Merkt das schon? Ein kleines Herz immer mehr, wie es zerbricht. Oh nein. So, jetzt auch gleich dunkel, ja? Wir haben einen Tag über... Naja, einen halben Tag überlebt. Was meintest du? Es wird dunkel, wir haben überlebt. Ach so. Ja, Gott sei Dank. Zählt es eigentlich bei dir als überlebt, wenn du eigentlich gestorben bist? Das ist jetzt eine gute Frage, oder? Oder kommt dann... Ich glaube schon. Ich glaube, es geht halt dann nur nicht, wenn beide sterben. Brauchst du noch was zu essen? Die Fische sind gerade fertig geworden. Ja, wäre vielleicht nicht schlecht. Hast du noch rohen Fisch im Inventar? Nein. Dann greifen sie zu und lassen sie es schmecken. Sofort, ich hole noch kurz Palmblätter. Mobbing für Dummies with 100.
Dankeschön für eure Follows übrigens. Stranded zehnmal Claudis Rescue Service. Wow. Also, ich sehe schon, Chat ist auf meiner Seite. Absolut. Also, sobald es gegen mich geht, ist Chat immer auf der Seite von einer anderen Person. Ja. Das ist normal. Ja, ja. Verräter. Nee, halte zum Trinken. Ah. Da ist nichts mehr drin. Aber wir haben ja noch einen zweiten, da ist vielleicht schon was drin. Waren das echt nur drei Palmmädel? Die anderen liegen wahrscheinlich irgendwo im Gebüsch. Eigentlich sind es immer fünf. Ey, ich hab sogar Seemannsgarn gesponnen. Ja, wer weiß, wo die hin sind. Seemannsgarn, wie Louis! Seemannsgarn. Oh, hier ist eine Kokosnuss. Dann haben wir immerhin schon mal ein Behältnis für die nächste Vergiftung. Okay, dann esse ich die jetzt nicht. Gut. So wird's. Achso, nee, dann ist sie. Dann nee, ist nee, sie. Ich, nee, nee, ich. Sie haben ja recht. Und dann kannst du ein Stückchen Fleisch essen und ich esse ein Stückchen Fleisch. Dann passt doch, oder? Dann machen wir Speichern, Schlummi und nochmal rüber. Gestern. Oh, sorry, ich habe mich gemutet. Ja, lass uns speichern, genau. Also wir sehen jetzt eigentlich beide gut aus, oder? Also mein Leben ist auch wieder relativ voll. Wir sehen immer gut aus, ich bitte dich. Ja. Das stimmt wohl. So. Speichern. Schlafen. Ich lache so laut, dass sich die Palmen biegen. Wer hat die Kokosnuss? Wer hat die Kokosnuss? Wer hat die Kokosnuss geklaut? Oh Gott, okay, der Deckel war gar nicht richtig drauf und ich bin ja voll am Schütteln, ey. Oh, ist der Mond hübschig. Ich sehe da ganz hinten eine Insel. Wollen wir da hin? Wollen wir nicht erst nochmal zu dem Schiff? Wir können auch noch mal zu dem Schiff. Ja, weil ich dachte, da war noch was, was wir... Ja, jemand meinte, da ist noch ein zweiter Eingang vom Strand aus. Hm. Dass vielleicht dann da drin was ist. So, komm, wir trinken noch mal. Ja. Schmeiße ich hier noch mal Sachen aus dem Inventar raus. Ich habe neben der zweiten Wasserstelle habe ich ein paar Palmwedel ge. Okay. Okay, Messer, Axt dabei. Licht dabei. Können wir nochmal die ganzen Sachen hier einpacken, die Container? Ja, ich habe auch zwei eingesteckt. Ne, das. Achso. Nee, das brauche ich nicht. Ja, gut. Okay. Ich ruder. Da zischt sie los. Da zischt sie ab. Hallo, Avo. Bitte achten Sie auf eventuelle Seeigel. Oh, oh Gott, jetzt hatte ich Angst, dass ich nicht mit reinkomme, ey. Okay, bin da, bin da. Du schaffst es. Ich glaube ja ganz fest an dich. Ah, war doch easy. Ja. Oh, ich lehne mich mal zurück, ne? Lass es dir gut gehen. Der Eingang ist jetzt auch ruhig. Was
so wie ihr schnarcht, sind am Morgen keine Palmen mehr da. Boah. Oh oh. Das hat. Das klingt jetzt aber schon nach Gewitter. Und hier ist gerade ein Hai lang geschwommen. Naja, ich glaube, von links kommt ein Gewitter. Wow! Alter! Also normalerweise wäre das Boot schon längst weg, ne? Hast du so starken Wellengang? Ja, das war gerade richtig weggeschwappt. Oh, krass. Aber ich bilde mir ein, das ist bestimmt gar nicht. Also ich habe zwar 25% eingestellt, aber wahrscheinlich ist das irgendwie buggy und ist auf 100% oder so. Ich weiß es nicht, weil das ist schon extrem. Ja, ich hab's auf, ich hab's ganz runtergestellt, das ist besser. Ah, hörst du das, was ich höre? Also, das Gute ist ja, stellt euch mal vor, ja, man würde so abtauchen, wie es jetzt hier manchmal passiert. Und dann kommt gerade so ein Hai angeschwommen oder so. Zito meinte gerade, dass auf der Konsole die Haie einen sogar vom Boot runterhauen. Oh. Also, aber ich glaube nicht, dass es dann, also, plattformbedingt ist. Es könnte uns dann ja theoretisch auch passieren. Das brauchen wir nicht. Das wollen wir nicht. Nein! Der sonst nicht solche Schauergeschichten erzählt. Das wäre schon krass, oder? Boah, das eine Fass hat's aufs Meer gespült. Okay, dann gucken wir mal. Mhm. Speer in die Hand nehmen? Weil drüben war ja eine. Ist... Genau, da ist schon eine große Krabbe. Ja. Och, Krabbenfleisch. Geil! Ah, die kommt schon, oder? Nee, haut die ab? Nee. Sie wehrt sich. Jetzt aber ordentlich zur Wehr gesetzt. Naja, nicht mein ganzes Leben. Treibholz, das können wir auch zerhacken. Ja gut, aber das Holz brauchen wir eigentlich gar nicht. Du weißt nicht, ob wir hier einen Notfall-Webstuhl basteln müssen. Notfall-Webstuhl? Wie vorhin. Schon zurückgelaufen? Nee, hier bist du. Ja, da vorne ist nichts mehr, ne? Also. Wenn es hier einen Eingang gibt, dann wüsste ich aber gar nicht wo, weil auf der anderen Seite habe ich letztens auch keinen gesehen. Vielleicht müssen wir vom Wasser aus rein, also von vorne. Hm. Ja, können wir auch mal gucken. Ich sehe da hinten zwar Wassergeblubber, aber was soll schon passieren? Wo bist denn du? Ich dachte, du bist hinter mir. Nee, ich gucke jetzt nochmal auf die andere Seite. Oh ja, hier ist das Boot aufgerissen. Okay, dann komm ich. Überhaupt rein?
Fasern kann man immer gebrauchen. Da kommt man gar nicht rein. Ja, das geht auch nicht weiter dort. Nee, da ist nichts mehr. Ja, dann ist echt nur das da oben. Schade. Na, oder wir müssen von vorne gucken, wie gesagt. Nee. Ist auch komplett dicht. Schade. Ja, dann hat er uns ja veräppelt. Mhm. Abo, danke schön. Wir wurden für deinen auf zweiten den Arm genommen. Monat. Vielen Dank. Gut, dann können wir auf eine andere Insel. Mhm. Bist du schon am Fluss? Ich bin hinter dir. Okay, ich sehe dich sogar. Wupp, wupp. Yay, Gott sei Dank. Warum brodelt das hier so? Also, ein Hai ist es nicht. Mal wieder aufs Wasser mit dir. Nicht mich umkippen. Kommen Sie, kommen Mann. Sie. Ich versuch's ja. Ja. Wo ist sie denn? Ach da. Hallo. Hier. Da. Bedienen, ja. Okay. Wissen wir auch, auf welche Insel? Wissen wir auch, wo unsere Hauptinsel ist? Ja. Also wir finden sie auf jeden Fall wieder. Ja, wir müssen auf jeden Fall im Kopf behalten, dass wir dort Lebensmittel und Getränke und Propeller und sowas, das müssen wir jetzt alles finden, ne? Für die Flugmaschine da oben. Ach so. Hat sie schon wieder vergessen? Ja, ich habe gerade an einen ganz anderen Propeller gedacht. Ey, du hast es gesagt. Ja, das heißt halt so. Ich bin unschuldig. Kann das Schiff wirklich physikalisch so auf der Sandbank stehen? Deliane. Zweiter Monat bist du wahnsinnig. Du kommst ja nun nie mehr weg. Nicht, dass es schlimm wäre. Sprach jemand mit einem 80.000 Monatszapf. Sobald wir da drüben angekommen sind, muss ich aber mal für kleine Ladies verschwinden. Yes, yes. Ich baue dabei irgendwelche Notfallsachen. Irgendwelche. Hauptsache, wir sterben nicht. Das wäre gut, ja. Da steht ja schon wieder. Wie oft bist du schon gestorben? Oh. Also heute erst einmal, ne? Heute erst einmal. Und das war auch nur Absicht. Ja, du bist natürlich auch mit Absicht in diesen Seeigel getreten, ne? Das stand ja nicht zur Debatte, aber der Tod war absichtlich. Schwimmen, schwimmen, schwimmen. Aber du weißt, dass es eigentlich TOS ist, ne? Suizid on Stream. Ah, schwierig. Oh. Nicht, dass das jemand meldet. Dass es nicht so dramatisch war. Von meiner Seite aus sah es, glaube ich, witziger aus als von deiner.
Das ist so eine schöne Salto gemacht im Wasser. Okay. Da ist schon wieder ein Container. Ich habe gerade Angst, dass wir auf unsere Insel zurückrudern. Nee, eigentlich. Ja, wenn, dann ist ja auch nicht so schlimm, weil dann können wir wenigstens schnell das Das Fleisch. Ja, bitte? Das Fleisch, das ist die Sonne. Ich habe einen Stich. Das Fleisch, was ich in der Tasche habe, braten. Mhm. Hallo, Ed. So bedrohliche Musik. Ist eigentlich mal Sima-Chat mit aufmachen. So. Gott, Hauptsache, ich lese es nicht Sima-Chat vor. Aber da ist Abo auch drin gerade. So. Wir kommen auf der Insel. So, aber wenn das jetzt nicht unsere ist. Ach, Sturm. Oh, haben wir aber auch Glück gehabt. Halt, warte, ich bin doch. Du hast mich mitgeschoben. Wir müssen erstmal gucken, ob das unsere ist. Nee, ist es nicht. Okay, dann müssen wir gucken, ob hier irgendwelche bösen Tierchen sind. Nein, ich glaube, die Insel ist dafür zu klein. Keine bösen Tierchen in Sicht. Okay, dann bastle ich uns was, ja? Okay, ich bin ganz kurz AFK. Dieses Wetter. Wo habe ich zu wenig Holz mitgenommen? Ist ja von wegen, wir brauchen das Holz nicht. Es war nicht genug Holz. Also nee, hier ist mir das Wetter zu mies. Ich geh wieder. Hallo Liquid. Hauptsache der Fisch hält so lange. Kann ich das Holz? Na jetzt. Da war schon genug Holz. Null. Scheiße, ich hab's gerade roh gegessen. No. Das sagen wir nicht der Seema, ja? Wer das erzählt jemand der Seema? Es ist nichts passiert. Was in der Pipi-Pause passiert, bleibt doch in der Pipi-Pause. Gott, was man da alles braucht, ey. Eine Kokosflasche. Moment, nur ganz kurz den Tab wechseln. So, das haben wir. Palmwedel. Ach, Stoff brauchen wir dafür auch. Verdammt. Brauchen wir das Wasserauffangdings Stoff? Estella. Wir haben keinen Stoff.
Ja, und Sacred Wolf, ich sehe das, ja. Freundchen. Ja. Ist das jetzt alles hingeflogen? Wir haben keinen Stoff für so ein Getränkedings. Ich hab doch wohl mehr als einen Stein. Ach so, die habe ich dahin. Wieder da. Pippi, hast du so viel Stoff einstecken? Stoff? Ja. Ich glaube nicht, nein. Hm. So ein Getränkeding, weißt du? Pippi, danke, Chat. Ich habe auch nur einen einzigen Blattgedöns einstecken, aber Stoff habe ich gar nichts. Davon habe ich genug. Wenn Chat jetzt irgendwas erzählt, von wegen, ich hätte rohes Krabbenfleisch gegessen, Chat lügt ja. Hier ist aber einmal fertig. Was sagst du denn? Ich sag doch, wenn die das sagen, dann lügen sie. Gut, das macht das von mir wieder, ne? Nein, ich weiß nicht, wovon du sprichst. Ja, aber dann nimm das eine Krabbenfleisch. Ich habe nur sehr, sehr viel Durst. Ich habe drei Balken bei Essen. Ja, ich auch. Okay, ich habe auch drei. Das Trinken ist gerade eher das Ding. Na gut, hier sind ja noch Kokosnüsse. Oder du bist ja mutig. Hier sind ja Fracks. Da sind bestimmt Kisten. Da ist bestimmt Stoff drin. Ja, ich kann mal schwimmen gehen. Ich mach den Container vorne. Ich habe keine Bandage, um dich aufzuheben, ne? Okay. Vielleicht liegt da hier auch irgendwo Stoff am Strand. Ja, hier liegt Stoff am Strand. Ich hab's, Kommando zurück! Ich kann eins basteln, ich hab alles. Das ist sehr gut, aber ich möchte trotzdem noch in den Container dann gucken gehen. Wie wir auf jeder Insel so ein Zeug basteln. Au, Katze! Warum? Oh, besser als Hai. Okay, Getränk ist in the making. Oh Mist, ich wollte gerade noch ein paar Fische aufspießen, aber jetzt wird es ja schon wieder dunkel. Das sieht man nicht mehr. Stoff und Schnaps! Ich hole uns ein paar Kokosnüsse. Bin ich gerade abgestürzt und habe mir zum Glück nichts gebrochen? Sorry, die Katze. Ha! Ich stürze dauernd ab hier von den Palmen. Ich habe eine Kokosnuss, wenn du willst, wegen Getränk. Oh cool, ja, gleich. Kannst du da... Ach nee, wir können da nicht speichern, wir haben kein Zelt. Oh! Aber was brauchen wir für Zelt? Okay. Ein Seil, vier Palmenblätter und Holz. Aber die Container sind einfach leer. Das ist aber frech. Trau dich. Ich bastel uns schnell noch einen Unterschlupf. MacGyver Trade schafft das. Gar kein Problem. Nach abgehoben kommt der Absturz. Was soll das denn bedeuten? Ha, ha, ha. Brauchen wir denn viel für so ein Haus? Nö. Ein Seil, vier Palmwedel und drei Holz. Holz haben wir schon ganz viel. Ein Seil habe ich einstecken, Palmwedel haue ich gerade.
Ja gut, okay. Hier war eigentlich gerade eben noch eine Kokosnuss, aber die ist weggerollt. Ah, hier. Hast du die andere gefunden, die stehen? Nee, hast du noch nicht. Okay. Nee, ich hab guckt noch hier, ob am Start noch irgendwo irgendwas liegt, aber. Kann ich das denn irgendwo hinstellen? Hallo? Okay, das Häuschen möchte nirgendwo hingestellt werden. Das spinnt wohl. Hier geht's. Jetzt, hier war das. Da bei mir, wenn du dich umdrehst. Hier hat es doch weiß geleuchtet, oder? Oh. Vielleicht ist. Ach, warte mal, ich habe gar kein Holz einstecken, deswegen. Ist mir gerade das Messer zerbrochen? Oder ist. Habe ich es weggeworfen? Kann ja passieren, dass das kaputt geht. So, Häuschen ist da. Ja, schön. Trinkbare Kokosnuss liegt auch da. Aber du kannst hier auch einen Schluck aus dem Aufsammler nehmen. Da sind auch schon zwei Schluck drin. Nehmen die Kokosnuss. War schon. Ups. Oh, ich dachte gerade, ich habe ein bisschen viel getrunken, aber stimmt gar nicht. Ich habe auch eins mitgenommen. Alter, das ist ja hier von einer Insel zur anderen überleben. Okay, ja, denkt sich gut aus. Speicher einmal, ne? MacGyver war damals, Cloody MacGyver ist heute. No? Die MacGyver könnt ihr euch was abschauen. Weißt du noch damals, als wir nicht wussten, wie dieser Wasseraufsammler funktioniert? Wir wären voll aufgeschmissen, wenn wir das immer noch nicht rausgefunden hätten. Wir hätten das Spiel wahrscheinlich schon deinstalliert. Oh, hier noch mal eine Palme. Ich hab. Ja, dann müssen wir gerne mal gucken, wo wir als nächstes hinrudern. Ja. Wo wir unser nächstes Lager aufschlagen, meinst du? So. Da. Okay. Hier ist noch eine trinkbare Kokosnuss. Hast du Die noch. sind leer, die zwei. Ne, hier ist eine. Achso, leer. Okay, hast Ja, recht. genau. Die kann man jetzt essen. Okay, dann, wie spät ist das? 21:42 Uhr. Ja. Verbindung getrennt! Okay, ich bin drin. Ja, ich auch. Sehr schön. Oh, sieht alles ganz gut aus. Okay, wo willst du hinfahren? Also da Richtung Schiff waren wir ja, von da kommen wir ja her. Also.
Die Insel da drüben sieht aber genauso groß aus wie die, auf der wir gerade sind, ne? Ich weiß nicht, wo möchtest du hin? Ich habe ja keine Ahnung. Gut. Wir können auch auf unsere große Insel zurück und uns sortieren. I don't know. Warte mal, wo bist du denn überhaupt? Ich laufe gerade am Strand entlang und gucke. Aber es fühlt sich so an, als kommen wir da mit komplett leeren Händen zurück. Ich habe einen Stein getragen. Also mir ist es wurscht. Wir können entweder nochmal gucken auf eine weitere Insel oder wir düsen zurück. Ich hätte auf jeden Fall Stoff für so ein Getränkedings. Auf einer weiteren Insel. Jetzt ist halt die Frage, ob wir nochmal eine finden, die storytechnisch relevant ist. Das glaube ich fast gar nicht. Ich glaube, die einzige Story ist das da drüben. Ach so, und wir kommen erst zum nächsten Punkt, wenn wir diesen Kopter gebaut haben, oder was? Vielleicht. Oder das war dann die Story schon. Nee, das glaube ich nicht. Doch mal, wenn du bei, aber man hat doch hier Geschichte. Da gibt es doch so viele Trophäen. Flugzeugmotoreinheit, Flugzeugpropellereinheit. Ach so. Du hast recht. Ja, aber recht. Das ist ja nur für das Flugzeug alles, ne? Na, dann würde ich sagen, wenn wir es irgendwie schaffen. Ich habe keine Ahnung, wo unsere Insel war, aber wenn wir da nochmal hinfahren. Dann müssen wir Richtung Schiff. Also ich glaube, dass man den Container auseinandernehmen kann, weil gerade die Frage kam. Ich weiß nur noch nicht, wie. Braucht man bestimmt ein anderes Gerät. Werkgerät. Ich hab so viele Steine in der Hand. Warte auf mich! Ja, jetzt ist halt die Frage, in welche Richtung. Also ich glaube, wenn wir jetzt Richtung, also einfach an dem roten Container geradeaus weiterfahren, dass wir dann zu unserer Insel kommen. Die müsste dann irgendwo rechts von uns aufploppen. Oder links, links. Ja, kann sein. Ach du, ach ist da Rudern, okay. Ja, ich kann gerne rudern. Wo ist denn das Ruder? Du hast das noch im Inventar. Hoffe ich zumindest. Oh ja. Gott. Ich hab grad ein bisschen Angst, dass das irgendwo noch auf dem Schiff liegt. Nee, das geht ja gar nicht. Oder war schon der Hai? War schon wieder ein Donnergrollen. Über uns ist so eine große Wolke. Sieh mal. Ach ja, wir schaffen das schon nach Hause. Aber wofür fährst du denn hin? Haben wir gespeichert, ja, ne? Ja. Ich fahre jetzt in Richtung unserer Insel. Okay, ich vertraue dir. Ich mach die Augen zu, du wächst mich, wenn wir da sind, ja? Okay. Wie nicht flüssig gerade, ne? Neben mir machen mich gerade fertig. Mein Spiel ruckelt. Also, was heißt das Spiel ruckelt? Das ist gerade sehr unflüssig hier. Tag 13. Ah, jetzt ist wieder gerade. Jetzt ruckelt es nicht mehr. Keine Ahnung, was da gerade war. Keine Ahnung, ob ich richtig bin. Du schwimmst so in die Wolke rein. Ja, aber ich muss da lang. Nein. Mama.
Können wir die kleine Insel erstmal wieder ansteuern? Ja, das ist ja die direkt vor uns, ne? Genau. Moment mal, wieso ist denn das Boot jetzt andersrum? Wieso hat sich das Boot gerade komplett gedreht? Ich habe mich an dem Boot orientiert. Hä? Das war doch gerade seitlich, oder? Ja, wir sind da ja jetzt schon dran vorbeigefahren. Also wir sind ja drauf zugefahren die ganze Zeit. Okay. Oh. Ja, aber der Schatten sah komplett seitlich bei mir aus und jetzt sieht man es halt nur noch von hinten, das... Ja. Genau, und wenn die, die Insel, der jetzt quasi ein bisschen rechts von uns ist, das ist unsere kleine. Und ich glaube, die man links sieht, also die man ganz in Entfernung sieht, das ist unsere große. Aber aufgrund dieser riesen Wolke über uns, müssen sie halt doch erstmal nur die kleine ansteuern. Er will jetzt nicht sagen, dass ich ein Schisser bin, aber better safe than sorry. Ja, nee, du hast schon recht. Und ich bin vielleicht auch ein Schisser. Aber nur ganz klein, Anna. Ja, aber deswegen überlebe ich halt. Weißt du, deswegen bin ich die, die dann immer die Toten aufsammeln muss. Kannst dich aber nicht dein ganzes Leben lang nur verstecken. So funktioniert das nicht. Mach ich ja nicht. Ich sammle dann die Toten auf und stepp auf. Schisser-Trend! Ey! Ups, schwapp, 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 schwapp. Wir haben es gleich geschafft. Hallo, Lavandia. Ja, aber gerade eben habe ich das Gefühl, wir könnten auch direkt durchfahren. Aber ich weiß es halt nicht. Also fahren wir direkt durch. Ja, also es kommt mir jetzt... Es sieht jetzt nicht so weit aus, aber man weiß es nicht. Wenn Crudy noch zweimal erwähnt... Du bist ja die Profi-Retterin. Wenn was schief geht, weißt du Bescheid, wie es... Droht uns Merch? Das verstehe ich nicht. Unbeliebt. So ein Seema-Tamagotchi-Merch, oder was? Hat's erlebste Crudy? Ich geh mal eine Runde radeln. Okay, viel Spaß. Da jetzt wieder Sonne über uns. Okay. Okay. Hai. Jetzt ist jetzt ein anderer Hai. Vorhin war es so ein Schwertwal-Hai. Keine Ahnung. Einer mit so einer Nadel an der Nase. Jetzt war es wieder so ein... Oh, jetzt gewittert das schon... Nein! Oh, oh. Ist das jetzt über unserer Insel? Was denn? Das Gewitter. Ist doch noch gar kein Gewitter. Hä, hörst du das nicht? Alles gut? Nö. Bei mir krumpelt's. Bei mir ist strahlend heller Sonnenschein, entspannte Musik, ein süßer Hai unter uns. Na gut. Also hier ist noch alles gut. Oh, der ist gerade mit seiner Flosse durch uns durch. Der hat gerade das Boot geteilt. Oh, schon wieder. Hörst du auf? Asch, asch. Das Rumpeln ist vielleicht dein Bauch. Ha. Ja, ich bin vielleicht ein bisschen geschädigt von unserem ersten Wellengang bei Gewitter. Das sehe gar nicht warum. Es war so gut. Aber vielleicht ist dieser Hai, der jetzt hier mitschwimmt, mit seinem Pünktchen auch ganz lieb. Ja, du kannst gerne mal Hallo sagen. Ich warte hier so lange auf dich. Nee, dann haben wir ja das Problem, dass ich nie wieder zurückkomme. Ja. Boah, essen wir jetzt was. Wie live mit Ingame-Wetter vertauscht. Aber das wäre auch nicht so schlimm, gell? Hä? Hast du jetzt mich oder deinen Chat gefragt? Dich? Also, nein, ich brauch dich. Oh. Ja, süß. Wir sind wieder zu Hause. Aber man muss ja auch irgendwo noch was, also mehr finden, weil man braucht ja auch Öl. Oder man stellt das Öl irgendwie selber her. Hui!
Ja, ich schätze mal, dass man diese Tonnen, so dass man die aufkriegt irgendwie mit der Zeit. So, mal gucken, was wir uns so an Werkzeugen basteln können. Oh nein, die Kartoffel ist vertrocknet. Ja, super. Einfach rum. Aber wahrscheinlich, weil ich die nicht komplett voll gepflanzt habe. Also da hinten gibt es ja auch überall noch kleine Inseln. Ich hab noch nicht raus, was ich hier mit diesen Kartoffeln machen soll. Irgendeinen Ofen bauen oder so. Das geht, glaube ich, ja. Wir können auch eine Fischfalle bauen und eine Vogelfalle. Sollten wir vielleicht auch machen. Müssen wir nicht mehr selber fangen. Genau. Es gibt einen Brennofen. Aber der ist, Dafür glaube ich, braucht für man Ziegel. Lehm. Der ist für Ziegel. Oh, Treibstoffdestillierer, guck mal. Ah, das klingt schon eher. Warte, wir brauchen Lehm. Wo kriegen wir Lehm her? Ein Räucherofen, Aus ob man Boden damit was. eigentlich. Und einen Hoboofen. Dafür braucht man Abfallfass und einen Ring. Aber wie kriegen wir das Abfallfass mitgenommen? Die hatten wir ja schon, aber die konnten wir ja nicht Ja. einsammeln. Ach, vielleicht konnte man die auch so ziehen. Das habe ich nicht probiert, die zu Ich auch nicht. ziehen. Schon voll. Ach so, weil sie. Ach, ich weiß, jetzt regnet. Aha. Ist okay. Okay. Die Webstuhl haben wir jetzt woanders aufgebaut, gell? Ich glaube, die Kartoffeln kann man auch roh essen. Vielleicht. Oh, soll ich es versuchen? Probier's. Nachtschattengewächse roh essen? Weiß ich jetzt nicht. Also, es hat nichts gemacht. Ja, nö. Kannst du roh essen anscheinend. Alles klar. Gut. Gut zu wissen. Lecker, rohe Kartoffeln. Lecker rohe Kartoffeln, ja. Man kennt's.